Google überholt Apple hinsichtlich Apps. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der IMO-Agentischen Website Marketing.ch. Die beiden Riesen liefern sich schon seit Längerem einen Kampf. Wer hat mehr Apps im Store drin? Wer hat mehr Downloads? Wer verdient mehr Geld mit dem Ganzen? Ich habe hier auf dem Google Watchdog Blog ein paar Informationen gefunden, die ich kurz mit euch teilen möchte. Ich habe hier eine Grafik drin, in der ich sehe, wie viele Apps in den beiden Stores sind. Wir haben hier Google Play, das ist der von Google eben für die Android-Phones. Der hat eine Schätzung allerdings 800.000 jetzt im Januar gehabt und hat somit Apple überholt. Die haben 775.000. Windows Phone Store von Microsoft hier mit 150.000. Das heißt also, es wurden mehr Applikationen hochgeladen auf den Google Play Store, als das bei Apple der Fall war. Logisch ist Apple ein bisschen restriktiver. Trotzdem ging das jetzt relativ rasant, wenn man denkt, dass Apple doch einiges früher am Start war. Eine andere Statistik hierzu ist, wie viele Installs Google Play bis heute hat. Und da sieht man halt, dass das rasant zugenommen hat. So ab Anfang 2011, also in den letzten beiden Jahren, bis das in die Höhe geschossen, bis zu 25 Milliarden Downloads, die Google hier verzeichnen konnte. Und interessant ist natürlich, wie verdienen die Geld mit dem ganzen Thema. Und auch hierzu habe ich noch eine Grafik. Ich sehe hier grau iOS, also Apple, und ich sehe hier in blau Google Play, also der Android Store und die Apps von Google. Und da merkt man, wie sich die annähern, die beiden Balken, und komme hier beim hintersten auf fast dieselbe Höhe. Das war im letzten September. Nun, was ist hier der große Unterschied? Bei Google ist es so, dass ja die meisten Apps nicht kosten. Da verdient man Geld mit der Werbung in der App drin. Da gibt es ja die kleinen Banner meistens unten drin. Und bei Apple ist es natürlich eher das verdiente Geld durch die Downloads, denn da kosten die Apps eben Geld. Würde mich natürlich jetzt interessieren, wo ihr downgeloadet habt, auf was ihr setzt und wie ihr denkt, dass das weitergeht. Der Trend ist klar, da wird Google auch was den Revenue betrifft bald an Apple vorbeiziehen. Das zeigt sich auf allen Ebenen ab. Würde mich natürlich trotzdem interessieren, was ihr davon hält und was ihr denkt, wie es weitergeht. Kommentare wie immer gerne hier. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr hier abonnieren. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der IMO-Agentur und Sie haben Website Marketing.ch geschaut.